Sehr geehrte Damen und Herren, mir kommt die ehrenvolle Aufgabe zu, Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio vorzustellen, einzuleiten. Es ist auch ein bisschen undankbar, muss ich ehrlich sagen, weil er so viel gemacht hat, dass es schwierig ist, da Cherry-Picking zu betreiben. Also in aller Kürze, ich werde notgedrungen Dinge weglassen müssen. Herr Di Fabio hat Jura und Sozialwissenschaften studiert, Rechtswissenschaften in Bochum, Sozialwissenschaften an der Universität in Duisburg, heute Duisburg-Essen. Er hat in beiden Fächern promoviert. Nach einem kurzen Gastspiel als Richter am Sozialgericht in Duisburg, wenn ich das richtig erinnere, ist er dann 1986 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Uni Bonn gekommen, hat sich dann hier 1993 habilitiert. Dann folgte eine ganze Reihe von Rufen. Reihenfolge war Münster, Trier, München. Und dann hat er erkannt, dass es in Bonn doch sehr schön ist, ist dann 2003 nach Bonn gekommen und ist seit 2003 hier ordentlicher Professor bei uns im öffentlichen Recht an der Fakultät, glücklicherweise, war aber vor allem natürlich auch 1999 bis 2011 Richter am Bundesverfassungsgericht im Zweiten Senat, da maßgeblich verantwortlich als Berichterstatter für viele, viele wegweisende Entscheidungen, die insbesondere das Mehrebenensystem des Rechts betreffen und das Zusammenwirken von nationalem Verfassungsrecht, Unionsrecht und Völkerrecht, und kann sicherlich wie kaum ein Zweiter uns einen wunderbaren Überblick geben über die Themen, die uns hier heute interessieren. Professor Di Fabio, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Spranger, Herr Prorektor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Schutz natürlicher Gemeinschaftsgüter als Verfassungsauftrag, das ist mir als Thema aufgegeben worden. Die deutsche Verfassung, das Grundgesetz, spricht nicht von Gemeinschaftsgütern, sondern in Artikel 20a des Grundgesetzes von natürlichen Lebensgrundlagen. Der erste Halbsatz dieser Vorschrift lautet: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Tiere sind später eingefügt worden, deshalb klingt das so etwas seltsam. Ich hätte das bei natürlichen Lebensgrundlagen schon mitgedacht, aber da gibt es spezielle juristische Diskussionen zu. In der Sache ist das nichts begrifflich Verschiedenes zu den natürlichen Gemeinschaftsgütern, die natürlichen Lebensgrundlagen. Der Begriff des Gemeinschaftsgutes will ebenso wie der Begriff der Lebensgrundlagen darauf hinweisen, dass der Mensch einer natürlichen Basis eines gemeinsam geteilten Ambientes bedarf, fruchtbaren Bodens, sauberer Gewässer, atembarer Luft, eines biologisch intakten Systems von Fauna und Flora, einer kompatiblen klimatischen Umgebung. Die Rechtsgutbestimmung, also was sind eigentlich natürliche Lebensgrundlagen, die geschützt werden sollen? Die Rechtsgutbestimmung ist gar nicht so einfach und führt ja auch schon in unsere Debatte hinein. Welche Art von Naturzustand ist eigentlich geschützt? Wildnis, bevor der Mensch da war? Oder eine naturnahe Kulturlandschaft, die wir nach irgendwelchen auch wissenschaftlichen Ideen gestalten. Das bringt Juristinnen und Juristen dazu, die Frage zu stellen, was ist denn das Rechtsgut? Die Rechtsgutbestimmung, die das Bundesverfassungsgericht vornimmt, klingt, den Artikel 20a des Grundgesetzes auslegt, verbindlich, klingt etwa so: Zu den nach dieser Maßgabe, nach Artikel 20 von Artikel 20a GG geschützten Umweltgütern gehören auch die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Sicherung eines artgerechten Lebens bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Also die Biodiversität ist Teil der natürlichen Lebensgrundlagen.
Das Bundesverfassungsgericht leitet aber einen Verfassungsauftrag an den Gesetzgeber, an die Gesetzgeber, Bund und Ländern, nicht allein aus Artikel 20a des Grundgesetzes ab, sondern auch aus den individuellen, subjektiven Grundrechten der Menschen. Das wird vor allen Dingen im bereits angesprochenen Klimabeschluss vom 24. März 2021 deutlich, wo der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts sagt, der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes, klassisches Grundrecht, schließt den Schutz vor Beeinträchtigungen grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein. Gleich von wem und durch welche Umstände sie drohen. Die aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG folgende Schutzpflicht des Staates umfasst auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Sie kann eine objektiv rechtliche Schutzverpflichtung, immer adressiert an den Gesetzgeber in erster Linie, auch in Bezug auf künftige Generationen begründen. Damit, sagt das Gericht, ist auf Klimaneutralität gezielt. Zu diesen von den Lebensgrundlagen, von den natürlichen Lebensgrundlagen erfassten Gemeinschaftsgütern rechnen auch Ressourcen wie die Nutzung von Rohstoffaufkommen, Bodenschätzen, die als Energielieferanten oder Ausgangsstoffe im Stoffwechselprozess von Menschen zum Leben benötigt oder zur Existenzsicherung genutzt werden. Das ist schon, jetzt entfernt sich etwas von der Natur und richtet sich auf die Verfügbarhaltung bestimmter natürlicher Gemeinschaftsgüter, die von allen genutzt werden können sollen. Im Sinne von natürlichen Lebensgrundlagen werden hier als Schutzgut betrachtet biotische Primärrohstoffe. Da ist schon das Utilitaristische schon in der Begriffsbildung zu spüren, also nutzbare Pflanzen, ein Weizenfeld. Die Umweltmedien wie Luft, Wasser und Boden, der physische Raum, also die Fläche, Biodiversität und strömende Ressourcen, wie zum Beispiel Sonnenenergie, all das ist vom Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen mit umfasst. Man ahnt schon an dieser Stelle, nicht nur, dass der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ein breites Schutzgut meint, sondern auch eines, das in sich widersprüchlich sein kann, wenn bestimmte Rechtsgutaspekte gegeneinander stehen. Wenn man in ein Landschaftsschutzgebiet plötzlich Windenergieanlagen hineinbaut, um einen Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität zu leisten, aber leider das Landschaftsbild dabei Schaden nimmt. Dann, das ist ein relativ simpler Zielkonflikt, aber es gibt wesentlich intrikatere Zielkonflikte, die, wie wir im Recht so schön sagen, bewältigt werden sollen. Aber lassen Sie mich erst etwas zur Schutzrichtung sagen, denn der Begriff Anthropozän, der deutet ja auf etwas hin und das ist schon in den einführenden Bemerkungen ja gesagt worden. Anthropozän ist ja eigentlich ein Begriff, wenn man an Jonas denkt oder so, der einen leicht anklagenden Unterton hat. Der Mensch, der wird so übermächtig, dass er wie eine Naturgewalt die geologische Struktur des ganzen Planeten verändert. Ob das so, wie tief das reicht, das ist eine andere Frage. Geologen sind da wesentlich entspannter als Biologen. Oder Klimawissenschaftlerinnen, Klimawissenschaftler. Die Schutzrichtung ist eine, die sich natürlich gegen den Menschen richtet, denn sonst wäre als Rechtsgebot das wenig sinnvoll. Rechtsgebote müssen an Menschen adressiert sein. Also wovor soll der Schutz von natürlichen Gemeinschaftsgrundlagen eigentlich bewahren? Wovor? Eine solche Frage scheint angesichts des globalen Bevölkerungswachstums immer noch einigermaßen ungebrochen, des ununterbrochenen Prozesses der Industrialisierung. Auch da müssen wir sagen, wir reden immer von Deindustrialisierung, aber global gesehen
wird industrialisiert und nicht deindustrialisiert. Und Wohlstandsstreben, das will ich nicht weiter kommentieren, denn das sind Faktoren, die klar auf der Hand liegen und die bringen Dynamik in das globale Geschehen. Und damit wird die übermäßige anthropogene Belastung dieser natürlichen Gemeinschaftsgüter und eines exzessiven Ressourcenverbrauchs zum eigentlichen Problem, das mit einer solchen Schutzverpflichtung behandelt werden soll. Der Begriff der Nachhaltigkeit induziert, ist übrigens aus der deutschen Staatswissenschaft entstanden. Wir haben gerade gehört, Rechts- und Staatswissenschaft. Die Staatswissenschaft ist nicht ein Untergebiet des öffentlichen Rechts, das ich vertrete, sondern das ist die Wirtschaftswissenschaft, die wir heute haben. Wir haben berühmte Wirtschaftswissenschaftler hier in Bonn. Aber die sind mit den Juristen zusammen in einer rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät organisiert. Das war mal im Zeitalter der Kameralistik, 17. bis 18. Jahrhundert, war das mal eine eigene geschlossene Wissenschaft, die zum Beispiel solche lebenspraktischen Ratschläge, wie dass man in Residenzstädten keine Universitäten baut, weil sonst die Studenten verführt werden vom höfischen Gepräge. Das war so eine der Klugheitseinsichten. Und zu diesen Klugheitseinsichten gehörte auch, dass wenn man einen Forst bewirtschaftet, man nicht mehr Bäume rausschlägt, als nachwachsen können. Und das wurde als nachhaltig bezeichnet. Und das hat einen internationalen Siegeszug angetreten mit dem Begriff des Sustainable Development. Das ist natürlich eine Klugheitsregel, die Ressourcen, die der Planet uns zur Verfügung stellt, nicht zu übernutzen, sondern so zu nutzen, dass sie möglichst natural wiederhergestellt werden können. So wie wir das in einem biologisch intakten Gewässer erleben, dass eine gewisse Verschmutzung durch natürliche Prozesse abgebaut wird. Und deshalb denken wir darüber nach, welche Stoffe wir eigentlich eintragen in die Umwelt. Sind sie biologisch abbaubar oder sind sie nicht biologisch abbaubar? Mikroplastik oder sowas. Das ist eine Nachhaltigkeitsüberlegung. Und hier sind die Möglichkeiten der natürlichen Erneuerung, des Nachwachsens, des Reinigens, des Kompensierens im natürlichen Stoffwechselprozess ein Gesichtspunkt, der vom Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen mit erfasst ist. Und an dieser Stelle, spätestens an dieser Stelle, wird eine Frage auch verfassungsrechtlich relevant, die im Grunde genommen ja eine ethische Frage ist. Wird die Natur um ihrer selbst willen geschützt oder um des Menschen willen geschützt? Also, wer ist genau das Schutzobjekt? Der Mensch in seiner Gemeinwohlabhängigkeit, in seiner Abhängigkeit von einer natürlichen Umwelt und damit mit seinen Naturvoraussetzungen oder die Natur, auch den Menschen weggedacht, um ihrer selbst willen. Darüber gibt es tatsächlich einen ethischen Streit, teilweise auch einen rechtlichen, schon ins Recht hineinragenden Streit. Gerade aus dem Umwelt- und Klimaschutzrecht, aber auch aus der Tierschutzbewegung heraus, gibt es eine neuere Tendenz, die dem Menschen seine exklusive Stellung nehmen möchte, und zwar als normativ allein maßgeblichen Zurechnungspunkt. Das Bundesverfassungsgericht hat schon in seiner frühen Rechtsprechung immer wieder gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt der Rechtsordnung. Das war natürlich, meist hat man da weniger an die Natur gedacht, sondern man hat in einer Abgrenzung von totalitären und kollektivistischen Systemen, du bist nichts, dein Volk ist alles, war ein Wahlspruch des Nationalsozialismus, hat man hier diesen Spruch entgegengehalten, weil das Grundgesetz bereits mit seinem Artikel 1, Absatz 1, Satz 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, diese Entscheidung seiner grundrechtlichen Werteordnung trifft. Der Mensch ist der normative Ausgangspunkt. In seiner Kreativität, in seiner Urteilsfähigkeit, in seiner Vernunft, aber auch in seiner Schutzbedürftigkeit ist der Mensch der Ausgangspunkt. Und diese
Diese Zentralität des Menschen in einem normativen Deduktionskontext, die wird von vielen problematisiert, weil dabei bei lauter anthropogener Zentralität vielleicht vergessen wird, dass bestimmte Dinge ihren Eigenwert haben. Die Attacke, wenn man das so sagen darf, auf die Zentralität des Menschen, oder auch die Relativierung, muss nicht immer eine Attacke sein, die Relativierung hat viele Eltern. Manche möchten den Menschen unter Berufung auf neurobiologische Erkenntnisse, da ist der Prorektor, glaube ich, kompetente Auskunftsperson zu. Die Neurowissenschaftler sagen, der Mensch, der entscheidet gar nichts selbst. Sie sagen das nicht, ich weiß das, ein Mediziner sagt das nicht. Aber wir haben schon mal in Karlsruhe einen Neurowissenschaftler eingeladen. Und einen berühmten Neurowissenschaftler. Und der wurde gefragt von den Richtern, sagen Sie mal, als Sie angerufen wurden von uns und dann gefragt wurden, ob Sie kommen, war dann die Entscheidung zu kommen, war das eine freie Willensentscheidung oder war das bereits determiniert durch biochemische Prozesse? Und dann hat er gesagt, das war keine freie Entscheidung, das war schon determiniert. Und damit begann eine interessante Diskussion, weil für Juristen bricht natürlich ihr gesamtes normatives Gebäude zusammen, wenn das so wäre. Aber wir haben ganz entspannt mit ihm gesprochen. Der war ja auch nicht freiwillig da. Also das ist auch tatsächlich in der Philosophie aufgegriffen worden, die Frage, gibt es Willensfreiheit oder ist das eine Konstruktion, die wir uns ausgedacht haben? Warum eigentlich ausgedacht? Aber ich will das nicht zu weit führen. Andere sagen heute in der neuen Debatte über künstliche Intelligenz, dass wir jetzt den Chat-GPTs dieser Welt vielleicht ein Persönlichkeitsrecht zugestehen müssten. Auch das wird juristisch bereits vertreten. Die wollen die als Rechtssubjekte in das Recht einführen. Also dann kann die KI klagen und verklagt werden, kann auch haften für ihr Tun. Die Frage ist, wie man ihr eine Haftungssumme dann hinterlegt, aber das kriegen wir juristisch hin. Aber auch da merkt man, der Mensch rückt da bei solchen Beobachtungen raus oder kriegt Gesellschaft, bekommt Gesellschaft als zentrales Subjekt. Das sind Themen, die uns hier weniger betreffen. Uns betrifft das darauf drängen, dass man den Tieren Subjektqualität etwa zuschreibt oder der Natur, Gaia. Oder mit Natur den Dingen, ganz allgemein. Nicht mehr der Mensch soll das Maß der Dinge sein, sondern Gaia, Mutter Natur, die Welt, das alles. Und damit wäre der Mensch entthront als Mittelpunkt der Rechtsordnung. Die Verfassungsrechtsprechung, und da fragen Sie mich ja an, was das Verfassungsrecht jetzt zu dem Thema sagt, ist dem bislang nicht gefolgt. Also ich hoffe, wir bleiben auch dabei. Aber das Grundgesetz stellt erklärtermaßen und dezidiert den Menschen in den Mittelpunkt der Rechtsordnung, aber, und das ist für die Kritiker dieser Zentralität, glaube ich, bedeutsam und auch ein Trost. In diesem Denken hat der Mensch nie außerhalb der Natur gestanden. Er hat seine Dignitas, die Würde des Menschen, seine ganz besondere Würde als Beseelter, also von der religiösen Ableitung her, vernunftbegabter Teil einer einheitlichen Schöpfungsordnung, gerade dadurch gewonnen, dass er in der monotheistischen Theologie, also in den drei großen monotheistischen Religionen der Schöpfungsgeschichte, als Krone der Schöpfung, nicht als ihr Zerstörer in die Welt gesetzt wurde. Also wenn man das ernst nimmt, als Krone der Schöpfung, dann ist die Bewahrung der Schöpfung ein dem Menschen mitgegebener Auftrag. Ich kann mich an eine interessante Diskussion erinnern, als ich hier in Bonn wissenschaftlicher Assistent noch war,
hat mich der Deutsche Bundestag, irgendeine Enquete-Kommission, eingeladen und ich war ganz aufgeregt, so als Assistent ist man das noch nicht gewohnt, auf so einer Bühne aufzutreten, mit lauter gewählten Volksvertretern da ins Gespräch zu kommen. Es ging um die Frage, damals war der Tierschutz noch nicht in der Verfassung, es gab den ganzen Artikel 20a noch nicht, weil wir waren in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, wurde gefragt, wie kann man den Tierschutz denn gegen die Wissenschaftsfreiheit durchsetzen? Oder sagen wir mal, durchsetzen vielleicht, also stark machen. Denn die Wissenschaftsfreiheit ist ein Grundrecht, Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, ein Grundrecht, das nur mit Verfassungsgütern, also nicht mit natürlichen Gemeinschaftsgütern, sondern nur mit Verfassungsgütern beschränkt werden darf. Wenn die Tiere keinen Platz in der Verfassung haben, also kein Verfassungsgut sind, dann haben sie diese Kraft nicht, die Wissenschaftsfreiheit, die Forschungsfreiheit zu beschränken. Dann kann ich also an einem Schimpansen Versuche machen, wie ich will. Eigentlich darf der Gesetzgeber das nicht einschränken, denn er hat kein Verfassungsgut zur Hand. Deshalb wurde in den 80er Jahren schon die Frage diskutiert, müssen wir Tierschutz in die Verfassung schreiben, damit es zu einer vernünftigen Abwägung, wie das in jeder Ethikkommission geschieht, auch im Recht erfolgen kann. Und ja, als Assistent ist man halt noch kreativer als später. Wenn man zu einem Juristen sagt, er sei kreativ, dann bei einer Künstlerin ist das was ganz Tolles. Bei einem Juristen ist das Kritik. Denn kreativ, naja, man soll nicht kreativ sein, sondern man soll schon sagen, was im Gesetz steht und soll das methodengerecht auslegen und nichts allzu kreativ sein. Aber damals war ich eben noch kreativ und habe gesagt, wir brauchen den Tierschutz nicht in die Verfassung schreiben. Der Tierschutz ist bereits in der ersten Vorschrift des Grundgesetzes, in Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes enthalten, weil die Würde des Menschen umfasst die Verantwortung für die Schöpfungsordnung und die Tiere sind dabei. Das bedeutet, das ist bereits ein Verfassungsgut, wenn man die Grenzen der Entfaltungsfreiheit der Menschen nur vernünftig bestimmt. Das ist eine interessante Verfassung, damals verfassungsrechtliche Diskussion. Ich fand den Gedanken spannend. Ich verstehe, dass man sich darauf nicht verlassen hat, sondern die Tiere dann doch lieber ausdrücklich in die Verfassung geschrieben hat. Aber schon wegen der Rechtsklarheit, um der Rechtsklarheit willen. Aber ich fand diesen Gedanken eben spannend. Und ich finde ihn immer noch spannend, weil er eigentlich deutlich macht, wenn ich sage, der Naturschutz, die Artenvielfalt, der Klimaschutz, ist das um der Natur willen oder um der Menschen willen da, dann ist das eine falsche Polarisierung. Wenn es um der Natur willen da ist, ist es deshalb um des Menschen willen da, weil wir ja eine intakte Natur wollen, eine Welt, eine, Sie hatten, von Harmonie war hier die Rede, das ist bei der geopolitischen Situation ein fast schon romantischer Begriff, aber es ist eine Vorstellung, dass der Mensch in Frieden mit der Natur lebt. Das ist die harmonische Vorstellung dahinter. Also sozusagen, so wie wir im Völkerrecht ein Gewaltverbot zwischen Staaten haben, so haben wir auch im Grunde genommen ein Misshandlungsverbot der Natur auf die Art und Weise in unser Verfassungsdenken auch mit Artikel 20a des Grundgesetzes hineingebracht. Und das ist, wie gesagt, kein Gegenbegriff zur Zentralität des Menschen, sondern das ist ein Verständnis, ein anderes vielleicht, ein anders gewichtetes Verständnis der Zentralität des Menschen. Der Mensch bleibt im Mittelpunkt. Aber seine Verantwortung für die Schöpfung, für seine Mitgeschöpfe, die wird besonders betont. Das muss man häufig sagen, weil ich lehre gerade Grundrechte wieder, Grundrechtsvorlesungen, und dann hört man, wie viele Rechte die Menschen haben. Und mich hat mal der Bundespräsident Gauck, als er noch Bundespräsident war, gefragt, sagen Sie mal, Herr Di Ferbo, gibt es eigentlich gar keine Grundpflichten im Grundgesetz? Ich höre immer nur Grundrechte. Gibt es keine Grundpflichten? Doch, das Grundgesetz kennt auch Grundpflichten. Artikel 14 Absatz 2, das Satz 1 des Grundgesetzes, Eigentum verpflichtet, steht da drin. Oder Artikel 6 Absatz 2, Satz 1 des Grundgesetzes. Da steht, dass die Sorge und Pflege der Kinder, das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht ist. Also es gibt Pflichten,
im Grundgesetz. Explizite Pflichten. Es gibt aber auch implizite Pflichten, die schon die Schrankentrias des Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes deutlich macht, wenn da von der allgemeinen Entfaltungsfreiheit, also von der persönlichen Freiheit gesprochen wird, aber die Freiheit der anderen, die staatliche Rechtsordnung, die Sittengesetze als Grenzen gleich mitbenannt werden. Jede Freiheit muss so ausgeübt werden, dass sie nicht zerstört und nicht beschädigt und nicht verletzt. Dadurch wird sie keine mindere Freiheit, wenn ich das sage, sondern das ist der eigentliche, der anspruchsvolle Begriff von Freiheit, dass man die Grenzen des Freiseins mitdenkt. Und insofern würde ich da keine Polarisierung wollen, sondern sagen, ein anspruchsvolles Rechtsdenken hat das eigentlich immer schon gewusst oder hätte es jedenfalls immer schon gewusst haben müssen. Es geht also letztlich darum, dass selbst der biblische Spruch, also so viel religiöse Konnotation müssen Sie mir erlauben, nachdem ich schon bei der Dignitas darauf zu sprechen kam, selbst wenn die Bibel dem Menschen mitgibt, sich die Erde untertan zu machen, dann ist damit nicht hemmungslose Ausbeutung gemeint, sondern dass der Jurist interpretiert ja alles, der interpretiert auch die Bibel gleich theologisch mit, denn diese Aneignung bedeutet nur, sich aus der Unmündigkeit eines Ausgeliefertseins unter die kalte Gesetzmäßigkeit der Natur zu befreien, damit der Mensch als Subjekt werden kann und seiner Bestimmung folgen kann. Der Mensch soll Kraft seines Verstandes sein Schicksal aber innerhalb der natürlichen Lebensgrundlagen bestimmen und soll gerade nicht am Ende einer ungezügelten Unterwerfungsmechanik sich selbst wieder zum Objekt von unbeherrschbaren Naturgewalten wiederfinden. Meine Damen und Herren, das ist genau das Problem des Klimaschutzes. Wir können das natürlich ignorieren und einfach so weiter die fossilen Brennstoffe rauspowern wie bisher und noch zulegen. Ja, aber irgendwann haben wir eine Temperaturerwärmung nicht nur von 1,5 Grad, sondern von 2 oder 3 Grad und dann fliegt uns einiges um die Ohren. Und wenn wir gar nicht innehalten würden, dann würden wir vielleicht am Ende des Tages tatsächlich eine Art klimatischer Dystopie erleben. Viele Klimaforscher sagen, jetzt seid mal, bleibt mal auf dem Teppich, so steht ihr noch nicht bevor. Darauf kommt es nicht an, sondern wenn wir weitermachen würden wie bisher oder das noch steigern würden in der Intensität, dann droht uns ein Verlust der Gleichgewichtslagen, wahrscheinlich nicht nur beim Klima, sondern auch bei anderen Zusammenhängen der natürlichen Gemeinschaftsgüter. Wie etwa bei einem Artenverlust. Ne? Als plötzlich keine Insekten mehr da waren, sind wir schon etwas nervös geworden. Ne? Wenn ich als Motorradfahrer hatte ich immer, darf man gar nicht sagen, dass man Motorradfahrer ist, ne? Gibt es ja noch gar keinen Batterieantrieb, doch gibt es schon einen Batterieantrieb, aber ich habe keinen. Aber man hatte auf dem Helm immer ein gewisses Problem. Das musste man reinigen nach einiger Zeit. Und es hat eine Saison gegeben, da hatte ich nichts mehr auf dem Helm. Das hat mich beunruhigt, dass ich immer freie Sicht hatte, auch wenn man 100 Kilometer durch die Landschaft gefahren war. Das war ein Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmte. Und welche Folgen ein solcher Verlust von Artenvielfalt hat, das wissen wir eben nicht, weil wir noch nicht damit experimentiert haben, weil wir keine Erfahrung damit haben. Wir wissen nur eins, wie wenig wir wissen. Wir sind vor der Komplexität naturaler Prozesse, trotz der Zunahme, der steten Zunahme unseres Wissens, doch immer in einer gewissen Ehrfurcht unterwegs. Das bedeutet, wer hier aus diesem Gebäude Steine rausnimmt, der darf sich nicht wundern, wenn das Gebäude irgendwann mal zusammenbricht, so wie wir es kennen jedenfalls, bildet sich dann womöglich wieder was anderes. Aber dieser schonende, dieser nachhaltige Umgang mit natürlichen Gemeinschaftsgütern, das ist damit gemeint und das kann man in der grundrechtlichen Werteordnung so erklären und einordnen, dass kein Konflikt mit der Zentralität des Menschen entsteht, sondern ganz im Gegenteil, eine Bestätigung dieser Zentralität, einer verantwortlichen, einer naturverantwortlichen Entfaltung des Menschen gewonnen wird. Soweit das ethische Potenzial, was natürlich auch ein verfassungsrechtliches Problem ist. Die Frage jetzt aber
als Jurist würde man sagen, rechtsoperativ. Wie wird denn ein solches Staatsziel wie Artikel 20a des Grundgesetzes eigentlich konkret umgesetzt? Wie wird denn das im Rechtsalltag Wirklichkeit, sodass die Natur und andere Menschen was davon haben? Hier hat das Bundesverfassungsgericht im Klimabeschluss sehr deutlich gemacht, dass ein Belang von Verfassungsrang ist, der durch den Gesetzgeber, durch den parlamentarischen Gesetzgeber, also insbesondere im Deutschen Bundestag, konkretisiert umgesetzt werden muss. Und dabei hat das Bundesverfassungsgericht auch in dem Klimaschutzbeschluss gesagt, Artikel 20a GG genießt indessen keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belangen, sondern ist im Konfliktfall in einen Ausgleich mit anderen Verfassungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu bringen. Das sind so die entzaubernden Botschaften, die eine gute Jurisprudenz immer mit sich bringt. Denn wir haben ja eine ganze Reihe von Pflichten, die an den parlamentarischen Gesetzgeber adressiert sind und die aus der Verfassung stammen. Da muss man die Grundrechte schützen, da muss man die Würde des Menschen schützen. Da gibt es aber auch eine Schutzpflicht, die Infrastruktur, also das heißt Gemeinschaftsgüter, die nicht allein natürlich sind, sondern die auch gesellschaftlich sind, Gesundheitsschutz beispielsweise, Mobilitätsinfrastruktur, Wissenschaftsinfrastruktur zu erhalten und zu pflegen. Das ist auch ein Verfassungsgebot. Und die Beachtung des Demokratiegebots und des Rechtsstaatsgebots sind selbstverständlich auch Verfassungsgebote, sogar zentrale Verfassungsgebote, die die Identität des Grundgesetzes ausmachen. Wenn es um Klimaaktivisten geht, man traut es sich gar nicht so deutlich auszusprechen, aber ich muss dann als Verfassungsjurist doch sagen, ihr habt kein Widerstandsrecht. Wenn ihr vom Widerstand sprecht, ist das in meinen Ohren, in meinen juristischen Ohren, ein ganz falscher Begriff. Denn ein Widerstandsrecht hat man gegen Herrn Lukaschenko oder in Nordkorea, da zweifellos. Das Widerstandsrecht des Artikel 20.4 des Grundgesetzes bezieht sich nur auf den Fall, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung zusammenbricht und durch eine Diktatur ersetzt wird und keine Rechtsmittel mehr greifen, keine anderen Mittel mehr greifen. Dann entsteht das Widerstandsrecht. Dann sind wir alle ermächtigt, Georg Elser oder Graf Stauffenberg zu folgen. Sonst gibt es aber unterhalb dieser Schwelle gibt es kein Widerstandsrecht. Ganz im Gegenteil. Wer das, was das Parlament im Gesetz entschieden hat und was rechtsstaatlich und von Gerichten überprüft durchgesetzt wird, wer das prinzipiell in Frage stellt, der begibt sich in einen Widerspruch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das muss man im Auge behalten. Es gibt kein, im Rechtsstaat, im demokratischen Rechtsstaat gibt es kein Widerstandsrecht. Es gibt ein Recht zum Protest. Es gibt ein Recht der Versammlungsfreiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit. Und man kann das scharf kritisieren, was da für ein Blödsinn im Bundestag wieder verabschiedet worden ist und dass das Klimaschutzgesetz viel zu unzureichend ist. Das darf man alles sagen und natürlich artikulieren in einer freiheitlichen Gesellschaft. Aber das hat nichts mit Widerstand zu tun. Wenn man mit Nötigung, mit Gewalt gegen die Durchsetzung eines Gesetzes antritt, dann steht man in einer rechtsstaatlichen Demokratie definitiv auf der falschen Seite. Es geht für die Verfassungsanwendung deshalb immer darum, etwas, was ein ehemaliger Verfassungsrichter, ein Vorgänger von mir und auch ein Freiburger Staatsrechtslehrer, was Konrad Hesse gesagt hat, es geht darum, das Prinzip der praktischen Konkordanz zu wahren. Also verschiedene, auch konfligierende, also miteinander im Widerstreit, in Interessenkollision stehende Verfassungsgüter irgendwie zum Ausgleich zu bringen. Und dann fangen die Juristen an, mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und abzuwägen. Und meine Damen und Herren, ich will jetzt nicht praktische Konkordanz in Bezug auf andere Verfassungsgüter eingehen. Also ich erinnere an die Gasmangellage, wenn plötzlich die Energieversorgung in Deutschland gestört ist, dann wurden die Braunkohlekraftwerke wieder angeworfen. Das war eine klare Kollision zwischen dem Klimaschutzgebot und dem Verfassungsgebot, dass der Staat eine Gewährleistungsverantwortung hat für eine verlässliche Gasversorgung, also Primärenergieversorgung zu sorgen.
Also wir wissen, dass man dann plötzlich einiges vergisst, was vorher das Wichtigste auf der Welt war. Darauf will ich gar nicht eingehen. Das ist in der gegenwärtigen geopolitischen Situation, die ich als international agonale Konstellation bezeichne, wird das ein ganz neues Thema werden. Wir werden unsere innerstaatliche politische Ordnung, glaube ich, komplett neu, ich sage mal, durchdeklinieren müssen. Wir werden unsere freiheitliche Ordnung nicht ersetzen wollen, aber wenn wir sie wirksam verteidigen wollen, dann werden wir einiges auf den Prüfstand stellen. Der politische Prozess bewegt sich nach der Zeitenwende in diese Richtung, aber da sind wir noch lange nicht am Ende. Und ich fürchte, wir sind auch, was die agonale Konstellation angeht, noch lange nicht auf dem Höhepunkt, sondern da entwickelt sich noch was. Dieses spannende Thema, das wäre für ein Völkerrechtsseminar wäre das eine spannende Sache, das will ich hier nicht vertiefen, sondern ich will den Blick auf die innere Konstellation von Artikel 20a des Grundgesetzes lenken, wie das denn ist mit Zielkonflikten innerhalb des Naturschutzes selbst. Also Naturschutz ist ja schon ein enger Begriff, innerhalb des Lebensgrundlässt natürlichen Gemeinschaftsgüterschutzes selbst. Denn diese Zielkonflikte, sie mehren sich. Ein im Grunde genommen schönes Beispiel ist Wolf und Bär. In Italien ist es schon der Bär, der kommt noch bei uns. Der Braunbär, Problembär, hatte schon Herr Ministerpräsident Stoiber erkannt, weitsichtig, ne, dass das ein Problem sein kann. Wir haben es jetzt mit den Wölfen zu tun, in Nordrhein-Westfalen noch etwas weniger, aber in anderen Gebieten Deutschlands schon vermehrt. Und was bringt das zum Ausdruck? Das bringt zunächst einmal eine Frage zum Ausdruck. Was eigentlich ist Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, wenn wir beginnen, Landschaftsschutz, Gebietsschutz zu betreiben im Sinne einer Entwicklung, zu welchem Zustand eigentlich hin? Zu welchem Zustand eigentlich hin? Es gibt eine romantische Vorstellung, die möchte so eine Art unberührte Natur wiederherstellen. Das kann man gebietsweise natürlich machen, in einer Moorlandschaft, wo keine Siedlungsgebiete in der Nähe sind, wenn man das regional begrenzen kann oder lokal begrenzen kann, geht das natürlich. Das geht aber großflächig schwer, jedenfalls in einem Land wie Deutschland schwer. Kanada, Australien mag das auch großflächiger gelingen, aber in einer dicht besiedelten, in einem dicht besiedelten Land geht das entweder nur kleinräumig oder wir müssen Konzessionen machen. Wir müssen die Konzession machen, dass wir von einer Kulturlandschaft reden, das heißt einer vom Menschen geprägten Landschaft. Und wenn wir hier Natur wiederherstellen wollen, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, eine solche Restitution gibt es überhaupt nicht. Wir wissen gar nicht genau, wie der Naturzustand, was weiß ich, vor 3 Millionen Jahren war und warum eigentlich den Naturzustand vor 3 Millionen Jahren, warum nicht den vor 100.000 Jahren oder vor 10.000 Jahren. Wer entscheidet denn darüber, welcher Naturzustand hergestellt wird? Und bei näherer Betrachtung erkennen wir, es gibt keinen Naturzustand, den man, wie die Rückkehr zum Paradies, die ist uns ja auch verschlossen bekanntlich, den man wiederherstellen könnte. Mit anderen Worten, die Entscheidung, welche Art von natürlichem Gleichgewicht wir herstellen wollen, auf welchem begrenzten Raum und in welcher Interdependenz, ist eine politische Entscheidung, die der Gesetzgeber trifft. Und wenn der Gesetzgeber ein Gebiet unter Naturschutz, unter Landschaftsschutz stellt oder ein großes Naturschutzgebiet ausweist, dann ist das eine letztlich politische Entscheidung, die rechtlich konkretisiert wird und die, das ist in Deutschland jedenfalls zu erwarten, wissenschaftlich beraten wird. Denn der Gesetzgeber, die Politik weiß natürlich auch nicht, was ein intakter Naturzustand ist, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, aus der Verfassung erfahren wir nicht, wie dieser Naturzustand aussieht. Aus der Verfassung können wir ableiten, dass das ein Naturzustand ist, der der Artenvielfalt, Pflanzen, Tierwelt, entspricht, sie fördert vielleicht oder jedenfalls bewahrt. Bewahrung ist ein wichtiger Gesichtspunkt dabei. Oder auch fördert. Ob es reicht, wenn man das Genom irgendwo in ein Forschungslabor einsperrt, ist fraglich. Das kann auch eine Maßnahme sein,
die dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen dient, weil wir das ja morgen wieder vielleicht auch in die Natur wieder freisetzen können. Aber in erster Linie sind damit natürliche Prozesse gemeint. Und wenn das Verfassungsrecht solche Naturzustände, den Schutz der Biodiversität als sein Schutzgut formuliert, dann bedeutet das, dass andere Verfassungsgüter dadurch auch eingeschränkt werden können. Das bedeutet, dass man einer Landwirtschaft auch aufgeben kann, bestimmte Grünflächen unberührt zu lassen, damit sich da ein paar Insekten niederlassen können und wir nicht eine Rapsmonokultur über viele, viele Kilometer hinweg sehen. Auch wenn aus der Rapskultur möglicherweise Biotreibstoff gewonnen wird, was nun wieder dem Klimaschutz dienen mag. Aber diese Entscheidungen, sie bleiben politische Entscheidungen, wir müssen sie aushandeln. Und die Rechtsprechung, insbesondere auch die Verfassungsrechtsprechung, hat hier das Prinzip praktischer Konkordanz zu wahren, nämlich zu wägen. Wie ist das mit den Grundrechten, mit den Eigentumsrechten eines Landwirts, mit seiner Berufsfreiheit, mit seiner Gewerbefreiheit, die er als selbstständiger Landwirt ausübt? Wie viel Begrenzung verträgt das? Muss er sich aufopfern? Kann das Feld so klein werden, dass er es wirtschaftlich gar nicht mehr bewirtschaften darf? Ist dann Ausgleich zu leisten? Hat er dann einen Entschädigungsanspruch, weil das eine Eigentumseinschränkung ist, die nur noch mit einer Entschädigung verhältnismäßig sein kann? Das sind verfassungsrechtliche Fragen, die aber immer diese Balance im Verfassungsrecht herstellen sollen zwischen grundrechtlicher Freiheit und einer Verantwortung gegenüber den Gemeinschaftsgrundlagen, den natürlichen Gemeinschaftsgrundlagen gegenüber. Und hier hat der Klimaschutzbeschluss im Grunde genommen, jedenfalls in einer bestimmten Lesart, etwas zu viel versprochen. Weil nicht nur die Lebenswissenschaften haben ein Komplexitätsproblem, sondern auch das Recht. Wenn ich sage, wir müssen heute uns einschränken, damit künftige Generationen mehr Raum haben, dann ist das ein schöner Gedanke, ein Gedanke intergenerationeller Gerechtigkeit und insofern normativ sehr gut zu begründen und zu argumentieren. Aber woher wissen wir denn, was der künftigen Generation nutzt in unserem Verhalten? Das Komplexitätsproblem. Hier wurde schon Niklas Luhmann mit autopoetischen Systemen angesprochen, aber mein soziologischer Lehrer Niklas Luhmann hätte garantiert davor gewarnt, Zielzustände intergenerationell über viele Jahrzehnte hinweg zu formulieren. Ich habe im Jahr 2019 in einem juristischen Seminar haben wir über diese Perspektive gesprochen und über Klimaschutz gesprochen. Und ich habe dann einfach nur, um sozusagen einen Sinn für die Weite politischer Entscheidungsnotwendigkeiten gesagt. Aber was wäre denn mit der Klimaschutzverpflichtung, wenn plötzlich die Russen mit Panzern an der Oder stehen? Da wurde ich also ganz wie ein gefährlicher Irrer angeguckt. Aber das ist ein Szenario, was näher rückt. Müssen wir dann mit batteriegetriebenen Panzern ausrücken? Oder meine Damen und Herren, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber wir haben es hier mit einer Menge von Komplexitätsproblemen zu tun. Und diese Vorstellung, wir planen eine Gesellschaft für das Jahr 2045, für das Jahr 2050, und die wird dann genau nach diesem Ist-Zustand, wird die sich dann da befinden. Das ist ein legitimes Ziel, aber aus Erfahrung wissen wir, es wird wahrscheinlich scheitern. Das heißt nicht, dass wir es nicht in Angriff nehmen müssten. Wir müssen vielleicht sogar mehr tun, um es zu erreichen, weil auf den bisherigen Wegen wir umso eher an der Komplexität zerschellen. Das mag sein. Also das ist kein Richtspruch jetzt über die Frage, ob man das politisch tun soll oder nicht. Aber die Warnung, dass wir nicht in einer Gesellschaft, die auf individueller Freiheit und auf grundrechtlichem Schutz dieser Entfaltungsfreiheit beruht, dass wir nicht ernsthaft Zielzustände fest verordnen können. Wir müssen damit rechnen, dass die Egozentrik der Menschen, aber auch demokratische Abstimmungsprozesse
dem auch entgegenwirken können. Und am Ende des Tages gibt es auch das Verfassungsgebot, den demokratischen Rechtsstaat stabil zu halten. Und das ist vielleicht das allerzentralste Verfassungsgebot, weil wir sonst ja die Würde des Menschen nicht achten können in einer Gesellschaft, die weder rechtsstaatlich noch demokratisch ist. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht mit der Komplexität erschlagen, denn ich glaube, dass das Bundesverfassungsgericht eine Wegweisung gegeben hat, aber eine Klumpenfokussierung uns auch mitgegeben hat, nämlich auf den Klimaschutz. Und es ist einleitend hier schon gesagt worden, selbst bei unserem Thema dürfen wir uns nicht allein vom Klimaschutz nur leiten lassen. Wir müssen auch die Artenvielfalt im Auge behalten. Das wird nämlich bei diesen Zielvorstellungen, wir müssen 2045 klimaneutral sein, wird das manchmal aus dem Blick verloren. Müssen wir um jeden Preis klimaneutral sein? Nein, nicht um jeden Preis, weil die Verfassungsordnung praktische Konkordanz verlangt. Wir müssen als Gesellschaft das Thema politisch diskutieren und in den Parlamenten politisch diskutieren. Und die Wissenschaft und die Jurisprudenz sind sozusagen Randbereiche der Diskussion, wichtige Randbereiche, weil sie Impulse von außen in diese Diskussion hineingeben. Aber das Zentrum dieser Diskussion bleibt im politischen Raum und in den Parlamenten. Denn da gehört das nach dem System der Gewaltenteilung auch hin, meine Damen und Herren. Und insofern heißt Interdisziplinarität für mich die Vermittlung von Erkenntnissen, was sind vernünftige Naturzustände, in welchen Segmenten, in welchen Bereichen und in Bezug auf welche Umweltmedien und was sind politische Aushandlungsprozesse, die wir schützen und fördern müssen und was sind die manchmal konfligierenden Verfassungsgebote, die wir zu beachten haben. Und dann merkt man, warum Interdisziplinarität nicht nur für uns in der Wissenschaft, sondern für die ganze Gesellschaft ein immens wichtiges Gut ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, lieber De Fabio. Sie haben ja ein großes Feuerwerk losgelassen für unsere Debatte. Die eigentliche Debatte startet jetzt mit dem Panel, aber ich glaube, wir brauchen alle eine kurze Erholungspause und draußen gibt es auch was zu trinken. Wir machen so 10 Minuten Pause, bevor wir dann mit dem Panel starten. Vielen Dank.